Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die Arcturianische Gruppe, 8. November 2020. Ihr habt die Werkzeuge, mit denen ihr jeder Situation begegnen könnt. Empfangen durch Marilyn Raffaeli, übersetzt von Shana. Liebe Leserinnen und Leser, wir heißen euch in diesen Zeiten von Aufruhr, Verwirrung, Angst und Unsicherheit mit Liebe willkommen. Da sich vieles von dem, was die Unerwachten als wesentlich für ein erfolgreiches Leben betrachten, verändert oder sogar verschwindet, haben viele von ihnen Widerstand geleistet und vergebliche Versuche unternommen, den Status quo zu erhalten. Hohe Schwingungsfrequenzen des Lichts legen viele lange verschüttete, tief schwingende Schöpfungen offen, die aus falschen, auf Dualität und Trennung beruhenden Überzeugungen entstanden sind. Sie tauchen überall auf der Welt auf und werden täglich von immer mehr Menschen als das gesehen und anerkannt, was sie wirklich darstellen. Ihr seid Zeugen genau dessen, was ihr miterlebt habt, nämlich die Auflösung alter Energie, die wiederum die Entfaltung der spirituellen Evolution der dritten Dimension ermöglicht. Wenn ihr diese Botschaften lest und euch auf sie ausgerichtet fühlt, dann seid ihr kein spiritueller Anfänger, der in diesen Zeiten zufällig auf der Erde hängen geblieben ist. Ihr habt einen Bewusstseinszustand erreicht, der in der Lage ist, die Wahrheit festzuhalten, während ihr Erscheinungen mit geringerer Resonanz erlebt. Das ist die Arbeit. Das ist es, wozu ihr gekommen seid. Und das ist der Grund, warum ihr euch für die Inkarnation entschieden habt, als ihr es tatet. Es ist kein Zufall, dass ihr zufällig genau zum Zeitpunkt eures Aufstiegs auf der Erde seid. Hört auf, euch selbst für machtlose Menschen zu halten, die jedem physischen, emotionalen und mentalen Glauben unterworfen sind, der im dreidimensionalen Kollektiv umherschwebt. Ihr müsst anfangen, als die mächtigen und spirituell entwickelten Leuchtfeuer des Lichts zu akzeptieren und zu leben, die ihr seid, gut vorbereitet, das zu tun, wozu ihr gekommen seid, nämlich in der Dichte einer dreidimensionalen Welt zu leben, aber nicht von ihr zu sein. Bis jetzt erkennt die Mehrheit noch nicht, dass sie eins mit Gott und der Quelle ist und alles in sich trägt, was sie gesucht und erhofft hat. Diese Lieben begegnen Weltsituationen auf die beste Art und Weise, die sie entsprechend ihrem gegenwärtigen Bewusstseinszustand erreichen können, der häufig durch eine gewaltsame Form des Eingreifens dessen gekennzeichnet ist, was sie glauben zu brauchen oder worauf sie Anspruch haben, sei es Seelenfrieden oder materielle Güter. Bleibt wachsam und achtet darauf, dass ihr euch nicht versehentlich auf die niedrigen Schwingungsenergien von Angst und Hoffnungslosigkeit ausrichtet, die in dieser Zeit so reichlich vorhanden sind. Seid in der Welt, aber nicht von ihr. Es ist sehr leicht, sich energetisch auf das auszurichten, was ihr gegenwärtig hört und seht. Verwechselt gleichzeitig spirituelle Losgelöstheit nicht mit völliger Missachtung derer, die leiden. Auch wenn ihr die illusorische Natur der Formen von Dualität und Trennung kennt, könnt ihr nicht der Strauß sein, der seinen Kopf in den Sand steckt. Es wird Gelegenheiten geben, bei denen ihr etwas mitspielen müsst, um anderen auf die eine oder andere Weise zu helfen. Vertraut bei diesen Gelegenheiten immer eurer Intuition. Haltet euch in jedem Jetzt-Moment in der Mitte und vergesst niemals, dass Gott die einzige Kraft, die einzige Wirklichkeit, die einzige Ursache und daher die einzige Wirkung ist, ungeachtet dessen, was ihr vielleicht seht. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in niedriger, schwingende Energien hineingezogen werdet,
haltet inne, zentriert euch neu und konzentriert euch auf die Wahrheit des Ich Bin. Ich bin ein göttliches Wesen, das sich dafür entschieden hat, vorübergehend die dichten Energien der dritten Dimension zu erfahren, wobei immer zu bedenken ist, dass dies auch für jeden Menschen gilt. Es hilft, während des Tages Mini-Meditationen durchzuführen, die euch zentriert halten und euch daran erinnern, wer und was ihr seid. An der Ampel, während ihr auf jemanden wartet, im Badezimmer, am Schreibtisch, beim Wäschezusammenlegen. Nur ein Blinzeln, eine Sekunde, die eure Absicht anzeigt, euch auf die Wirklichkeit eures Seins auszurichten. Ich bin. Sendet Licht durch häufige Mini-Meditationen durch offene Augen. Stellt euch die Erde umgeben von hellem, weiß-goldenem Licht vor, während ihr keine andere Absicht habt, als Liebe und Licht zu senden. Es ist nicht notwendig, dem Licht zu sagen, was es tun soll, denn Licht ist hochschwingende Energie, wie sie vom menschlichen Verstand wahrgenommen wird. Und wenn ihr es sendet, sendet bedingungslose Liebe, göttliche Energie. Ihr könnt sehen, wie sich Farben verändern oder etwas Neues werden. Ihr alle habt viele, viele Lebenszeiten unter dem Einfluss des dreidimensionalen Glaubenssystems gelebt. Einige dieser Leben waren kurz, andere lang. Einige waren glücklich und einige waren unglücklich, sogar bis zu dem Ausmaß, dass ihr zu Tode gefoltert wurdet. Die gesammelten Erfahrungen aus diesen vielen Leben habt ihr jedoch auf die Ebene des spirituellen Bewusstseins gebracht, das ihr jetzt habt. Während dieser Lebenszeiten integrierte und speicherte euer Energiefeld einige niedrigere Resonanzenergien aus dieser bestimmten Zeit, Krankheit, Angst, Frustration, Mangel, die sich als physischer, emotionaler, mentaler und spiritueller Schmerz ausdrücken, bleiben so lange lebendig und gut, bis die besondere Energie, die sie aufrechterhält, geklärt und nicht mehr Teil des Bewusstseins ist. Erinnert euch daran, dass Bewusstsein die Substanz der Form ist. Ihr habt bereits einen großen Teil der alten Energie bereinigt, indem ihr einfach zugelassen habt, dass höhere Ebenen der Wahrheit zu eurem Bewusstseinszustand werden, ebenso wie durch Träume. Vertraut darauf, dass euer höheres Selbst jedem neuen Schritt erlauben wird, sich so zu entfalten, wie ihr dazu bereit seid. Wenn dichte physische, emotionale, mentale oder spirituelle Probleme an die Oberfläche kommen, bedeutet das, dass sie sich präsentieren, um erkannt und geklärt zu werden, weil ihr bereit seid. Ihr seid nicht länger Anfänger, die den zufälligen Zufällen und Ereignissen unterworfen sind, die sich oft bei denen ereignen, die vollständig in dreidimensionaler Energie leben. Einige entwickelte Menschen hinterfragen und glauben, dass sie irgendwie spirituell versagt haben, wenn ein oder mehrere negative Themen plötzlich in ihrem normalerweise harmonischen Leben auftauchen. Nein, meine Lieben, ihr könnt niemals versagen. Vielmehr seid ihr dabei, euren Abschluss zu machen, endlich bereit loszulassen und über alle noch verbleibenden falschen Konzepte und Überzeugungen, an denen ihr vielleicht noch festhaltet, hinauszugehen. Vertraut darauf, dass ihr tatsächlich die Werkzeuge habt, mit denen ihr jeder Situation begegnen könnt. Die meisten von euch klären nicht mehr in großem Maße, sondern sind vielmehr dabei, größere Frequenzen des Lichts zu integrieren. Der Integrationsprozess kann für den physischen Körper schwierig sein, weil jedes Organ und jede Funktion seine Schwingung verändert. Der Verstand übersetzt häufig die Aufstiegssymptome,
die mit der Energieintegration einhergeht, als Krankheit oder Problem. Neue Meridiane werden gebildet, um die höheren Resonanzenergien zu tragen. Die DNA verändert sich und alle Systeme verbessern sich. Lasst den Prozess zu. Wir haben festgehalten, dass es einen göttlichen Plan gibt, aber es gab einige Verwirrung damit. Der göttliche Plan ist kein dreidimensionaler Plan, bei dem dies zu diesem Zeitpunkt und dann das zu jenem Zeitpunkt geschieht. Der göttliche Plan, der für immer in Kraft ist und niemals gestoppt oder beiseite gelegt werden kann, ist die Entwicklung jeder einzelnen Seele zu einem vollen Bewusstsein ihrer Einheit mit Gott. Viele halten weiterhin dreidimensionale Vorstellungen davon, wie der göttliche Plan aussehen sollte, ohne zu erkennen, dass die Menschen selbst den göttlichen Plan interpretieren und erschaffen. Erinnert euch daran, wenn ihr versucht seid, Beamten, Wahlen, der Regierung oder irgendetwas in der äußeren Szene Macht zu geben, nichts davon kann den göttlichen Plan aufhalten. Es spielt wirklich keine Rolle, wer die Wahlen gewinnt. Nichts kann den göttlichen Plan aufhalten. Das spirituelle Erwachen jeder Seele wird durch das göttliche Gesetz bestimmt, einfach weil das Einssein die Wirklichkeit ist. Es kann durch den freien Willen verzögert, aber niemals aufgehalten werden. Konzentriert euch darauf und nicht auf den äußeren Schein. Hört auf, die Illusionen zu nähren. Es gibt keinen Marionettenspieler am Himmel, der an jede Person gebunden ist. Es ist an der Zeit zu akzeptieren, dass jeder Mensch sein eigener Puppenspieler ist. Für jene unter euch, die spirituell wach sind, ist die Zeit längst vorbei, in der ihr äußerlich nach Menschen, Orten oder Dingen sucht, die ihr retten könnt. Regierungen, Experten, familiäre oder religiöse Lehren und Praktiken dienten als Werkzeuge auf diesem Weg, aber ihr braucht sie nicht mehr. Alles im Äußeren kann nicht höher steigen als der Bewusstseinszustand, dem es entspringt. Und Vertrauen und Abhängigkeit in ihn zu setzen, richtet euch einfach auf diesen Bewusstseinszustand aus. Die Erde hat gemäß dem göttlichen Plan einen Punkt der Bereitschaft für neue und höhere Erfahrungen erreicht. Die persönliche und globale Evolution wird weiterhin äußere Ereignisse zum Ausdruck bringen, die vielleicht nicht sehr spirituell erscheinen mögen. Die Inkarnation vieler, vieler entwickelter Seelen, die in der Lage sind, die kollektive Energie dorthin zu heben, wo sich der Wandel zu manifestieren beginnen kann, war notwendig, und ihr habt euch freiwillig gemeldet. Ihr wisst, dass ihr für diese Arbeit qualifiziert seid. Deshalb seid ihr gekommen, liebe Träger des Lichts. Wir sind die Arcturianische Gruppe. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.